Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem zweiten Modul von unserem Qigong-Anfängeraufbaukurs. Ich hoffe, Sie haben die erste Übung, reguliere den Atem, beruhige den Geist, eine Woche lang täglich geübt. Dann können Sie jetzt das zweite Modul, der kleine Atemkreis, kennenlernen. Diese beiden Übungen sind ein unverzichtbares, stilübergreifendes Fundament für jeden, der ernsthaft und gründlich Qigong praktiziert. Und es ist keineswegs so, dass es sich hier nur um Anfängerübungen handelt. Ob eine Übung einer Anfänger, einer Fortgeschrittenen oder einer Meisterübung ist, entscheidet ganz alleine nur das Niveau, auf dem sie ausgeübt wird. Diese Übungen werden Sie ein Leben lang begleiten und Ihnen Jahr für Jahr neue Horizonte eröffnen. Nachdem Sie die Bewegungen der Übungen wie im Traum beherrschen, werde ich Ihnen auch nach und nach erklären, wie Sie dazu atmen. Doch dafür ist es jetzt im Augenblick noch zu früh. Lassen wir es jetzt bei der goldenen Atemregel. Wir lassen den Atem kommen, wir lassen den Atem gehen und wir warten, bis er von selbst wiederkommt. Zweimal das Wort lassen, dann das Wort warten und zuletzt von selbst. Weiterhin werde ich Ihnen in diesem Modul die richtige Finger- und Handhaltung erklären. Für dieses zweite Modul gilt das gleiche wie für das erste. Üben Sie es eine Woche lang täglich. Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, betrügen Sie nicht mich, sondern sich selbst. Kommen wir nun zur Handhaltung. Die Finger und die Hände sind leicht gerundet und die Finger sind leicht geöffnet. Die Finger liegen nicht aneinander an. Die Finger und Hände sind auch nicht starr gerade ausgestreckt. Die ganze Haltung ist locker. Lockere Hände, lockere Finger. Lockere Handgelenke. Die Hände laufen im Handgelenk natürlich geradeaus. Das Handgelenk der schönen Dame bedeutet, das Handgelenk ist nicht geknickt. Die Hand hängt weder nach unten runter, noch ist sie hochgezogen. Der Rücken, die Außenseite des Unterarms und die Außenseite der Hand laufen natürlich geradeaus. Das hier ist zu starr, das ist falsch. Finger sind geschlossen, jetzt ist wieder richtig. Finger sind leicht geöffnet. In den nächsten 20 Minuten werden wir nun den kleinen Atemkreis Schritt für Schritt kennenlernen. Die Arme steigen in die Seithalte. Jetzt schweben die Arme, ich lasse los. Ich wende die Hände. Die Hände gehen aufeinander zu und senken sich vor dem Körper. Beim Heben zeigen die Handinnenflächen nach unten. Jetzt wende ich die Handflächen. Die Finger gehen aufeinander zu und beim Senken zeigen die Handflächen nach unten. Beim Heben sind die Handflächen in Kontakt mit der Erde, nach dem Wenden im Kontakt mit dem Himmel und jetzt wieder im Kontakt mit dem Kraftfeld der Erde. So sammle ich beim Heben über die Handinnenflächen die Energie der Erde. Jetzt sammle ich über die Handinnenflächen die Energie des Universums. Und jetzt durchspüle ich den Körper mit diesen beiden Kräften. Müheloses Steigen, als würden die Arme an Fäden emporgezogen. Und für das Senken stelle ich mir vor, in Watte zu drücken. Steigen ist Yang,
und senken ist Yin. Zeigen die Handinnenflächen zur Erde, spreche ich von einer Yin-Hand. Zeigen die Handinnenflächen zum Himmel, spreche ich von einer Yang-Hand. Yin erdet und beruhigt, Yang regt an. Erdenergie sammeln, Himmelsenergie sammeln und den Körper mit beiden Kräften durchspülen. Im Hunyuan Qigong zum Beispiel wird diese Übung als Bindeglied zwischen den einzelnen Übungen benutzt. Sie ist sozusagen ein Fill-in, ein Verbindungsstück, mit dem Übungen verbunden werden können. Diese Übung wirkt erdend und verwurzelnd und sie verhindert das unkontrolliert aufsteigende Energie im Kopf hängen bleibt. Meine Achtsamkeit begleitet meine Hände auf ihrem Weg. Das bedeutet, meine Achtsamkeit steigt auf und senkt sich ab. Meine Achtsamkeit steigt in meinem Körper auf und senkt sich in meinem Körper ab. Und schließlich, mein Fühlen steigt im Körper auf und senkt sich im Körper ab. Wenn ich mit meiner Achtsamkeit die Übung so begleite, habe ich einen inneren Effekt, eine innere Wirkung. Das wird sich für einen Anfänger natürlich nicht allzu schnell offenbaren. Deshalb spreche ich davon, dass diese Übung Sie ein Leben lang begleiten möchte, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, wie schnell oder wie langsam habe ich die Übung zu machen, dass sie richtig ist. Sie haben zunächst einmal verschiedenste Möglichkeiten, hier zu einer Antwort zu finden. Als erstes folgen Sie meinem Bewegungsrhythmus. Später können Sie die Übung langsamer oder schneller als ich machen. Die Schnelligkeit der Bewegung ist abhängig von der Tageszeit und von Ihrer Stimmung und von Ihrer Wahrnehmung. Wenn Sie später diese Bewegung mit Ihrer Atmung synchronisieren, dann ist der Atem der Taktmeister für die Schnelligkeit der Bewegung. Jetzt aber folgen Sie einfach meinem Bewegungsrhythmus, ohne sich darüber einen Kopf zu machen. Und lösen Sie sich vom Schwarz-Weiß-Denken. Dieses ist richtig und jenes ist falsch. Erinnern Sie sich an den Lehrsatz aus dem ersten Modul. Ich brauche jetzt nichts richtig zu machen. Ich kann jetzt nichts falsch machen, solange ich einfach dafür sorge, dass ich mich bei all dem hier wohlfühle. Und zwischendurch bleiben Sie einfach einmal still stehen und lauschen Sie in Ihren Körper. Öffnen und schließen Sie die Wuxi-Haltung. Erleben Sie ein Gefühl von Expansion und Kompression. Das Vergrößern begleiten Sie mit dem Einatmen und das Verkleinern begleiten Sie mit dem Ausatmen. Und spüren Sie immer wieder nach. Gehen Sie in sich
lauschen Sie in sich, kommen Sie zum tieferen Führen. Ihr Körper möchte Ihnen viele Dinge bewusst machen. Und noch einmal, das ist in der Seithalte heben. Und das ist in der Vorhalte heben. Achten Sie darauf, dass meine Hände sich beim Senken zum Körper wenden. Und das ist in der Seitvorhalte heben. Die dritte Möglichkeit. Ich hebe jetzt die Arme seitlich vorhaltemäßig. Und so baut sich jetzt die Übung auf. Heben, Handflächen zeigen zur Erde. Wenden, weiterheben, Handflächen zeigen zum Himmel. Und diesmal zeigen beim Senken die Handflächen zum Körper und nicht zur Erde. Wenn ich unten bin, stehe ich wieder im Ball. Die Hände sammeln die Energie der Erde, die Hände sammeln die Energie des Himmels und die Handinnenflächen durchleuchten den Körper mit der Energie der Erde und des Himmels. Erdenergie sammeln, wenden, Himmelsenergie sammeln, und über die Handinnenflächen den Körper mit der Kraft der Erde und mit der Kraft des Himmels durchleuchten, um ihn zu heilen. Die Hände berühren beim Senken nicht den Körper, haben einen Abstand von etwa 30 cm. Erdenergie sammeln, Handflächen zeigen zur Erde. Himmelsenergie sammeln, Handflächen zeigen zum Himmel. Und mit der Kraft der Erde und der Kraft des Himmels den Körper durchleuchten. So entsteht die gesundheitliche Wirkung solcher Übungen. Sie werden sich vielleicht fragen, wie viele Übungswiederholungen sollte ich machen? Das richtet sich ganz nach Ihrer Kondition. Was ich Ihnen hier im Film zeige, ist für mich eine meiner leichtesten Übungen. Jemand anders, der vielleicht auch wesentlich jünger ist als ich, würde sagen, oh, das ist aber anstrengend. Machen Sie so viele Wiederholungen, wie es Ihr Zustand und Ihre Verfassung Ihnen gestatten. Und gehen Sie nie bis an Ihre Grenzen. Bleiben Sie immer im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Mit der Zeit werden Sie merken, wie ganz von selbst Ihre Muskulatur und Ihre Kondition besser werden. Diese Übungen wirken körperlich, aber auch vor allen Dingen energetisch. Und natürlich werden Sie die körperliche Wirkung leichter und eher wahrnehmen als die energetische Wirkung. Das liegt in der Natur der Sache. Steigen und heben ist Yang. Sinken und senken ist Yin. Die Erde ist unsere Mutter, der Himmel ist unser Vater. Und wir, die Menschen, sind entstanden aus der Hochzeit zwischen Himmel und Erde.
Der Mensch ist Yin und Yang. Und unser Auftrag ist es, Yin und Yang in uns in Einklang und Harmonie zu bringen, ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn auch Yin und Yang in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden, so bleibt doch zu berücksichtigen, dass das Yin die Wurzel des Yang ist. Meine Hände umfassen jetzt einen Ballon vor meinem Bauch. Dieser Ballon ist an meinen Bauch gedrückt. Und der Raum zwischen Händen und Bauch füllt sich mit Bewusstheit, und diese Bewusstheit erzeugt ein Energiegefühl. Und nun kreise ich um den Bauchnabel. Und zwar beginne ich links hoch zu kreisen und rechts runter zu kreisen. Und wenn Sie links hoch kreisen, können Sie einatmen, und wenn Sie rechts runter kreisen, können Sie ausatmen. Wohlgemerkt, die Hände berühren den Bauch nicht. Diese Übung hilft uns dabei, den Bauch mit Energie zu füllen, zum Abschluss die Energie im Unterbauch abzuspeichern. Denn der Unterbauch ist die einzige Region, wo wir Energie speichern können. Und jetzt die Richtung wechseln. Rechts hoch einatmen, links hoch runter ausatmen. Achten Sie darauf, dass Sie nur um den Nabel kreisen und dass der Kreis nicht bis zur Brust hochgezogen wird. Nicht zu groß kreisen. Während Sie so vor Ihrem Bauch kreisen, lassen Sie durch Ihre Handinnenflächen die liebevollen Strahlen Ihrer Achtsamkeit in Ihren Bauch scheinen. Und beobachten Sie, was dort geschieht, wie sich das anfühlt, wenn die liebevollen Strahlen Ihrer Achtsamkeit in Ihrem Bauch ankommen. Und dann wird sich Wärme entwickeln und dann wird sich sanfte Kraft entwickeln. Dann wird sich Intuition entwickeln. Handflächen zeigen zum Bauch und jetzt vergrößern, erweitern und verkleinern. Und stellen Sie sich vor, dass Sie tatsächlich einen Luftballon vor dem Bauch halten. Drücken Sie ihn zusammen und lassen Sie ihn wieder groß werden. Und vor allen Dingen lernen Sie diese Handlung zu spüren. So, als ob Sie tatsächlich einen Luftballon drücken würden. Und nun legen Sie als Mann die linke Hand auf den Nabel und die rechte Hand außen auf die linke Hand und als Frau die rechte Hand auf den Nabel und die linke Hand von außen auf die rechte Hand. Männer haben die rechte Hand außen, Frauen haben die linke Hand außen, die Hände berühren sich und der Bauch wird berührt. Und denken Sie einfach, ich speichere ab. Gehen Sie in sich, gehen Sie in Ihren Bauch, fühlen Sie sich in Ihrem Bauch wohl. Üben Sie eine Woche lang täglich einmal dieses zweite Modul.
Und zum Abschluss noch, beherzigen Sie vier wesentliche Punkte im Qigong. Erkennen Sie den Wert der Methode. Nutzen Sie die Kraft der Gruppe. Finden Sie einen geeigneten Lehrer. Und vor allen Dingen, entwickeln Sie die eigene Meisterschaft. Deshalb ist es wichtig, Kontakt zu mir aufzunehmen und meine Seminare zu besuchen.